Ich begrüße euch zu einem Money Talk Spezial und wie ihr wisst, geht es ja nicht immer nur hier um Geldanlage und darum, wie man also mehr aus seiner Kohle machen kann, sondern ich möchte euch auch immer wieder Möglichkeiten geben, wie man mehr aus sich machen kann, wie man vielleicht erfolgreicher wird, wie man vielleicht einen besseren Job bekommt, wie man eigentlich auch zufriedener leben kann. Also das geht auch um das Thema Protect Your Asset. Wir reden ja immer über Assets, aber man ist ja auch sozusagen sein eigenes Asset. Und ich habe mir eine ganz besonders liebe Expertin dazu eingeladen. Susanne Nickel ist bei mir. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Hi, grüß dich. Du hast gerade wieder ein neues Buch auf den Markt gebracht und ich verlinke das natürlich auch hier unten drunter. Da geht es genau um dieses Thema hier, knack den Change Code. Und da geht es ja darum, dass man sich selber sozusagen als Wertanlage betrachtet. Erklär uns das mal. Genau, das habe ich jetzt quasi kreiert, weil ich ja weiß, dass es bei dir um Money geht. Aber natürlich geht es als erstes mal um uns selber, ne? Weil welchen Wert habe ich, was investiere ich in mich? Und in meinem Buch geht es darum, dass wir so viele Veränderungen haben, egal wo wir hinschauen, sehr unliebsame Veränderungen im Job, Fusion, Restrukturierung, Leute verlieren ihre Jobs, die wirtschaftliche Lage ist schwierig, dann die furchtbare Kriegssituation. Also es ist um uns herum alles unsicher und mein Buch heißt Knack den Change Code und es geht darum, wie wir es schaffen, aus dieser unsicheren, extrem schwierigen Situation, die da mehrfach auf uns einprasselt, das Beste für uns selbst rauszuholen. Und wenn wir das schaffen, dann kann ich natürlich nicht versprechen, dass es kein Change mehr gibt. Aber was ich wohl versprechen kann, ist, wenn wir den Change Code knacken, dass wir uns schneller stabilisieren können, um uns wieder besser neu auszurichten. Das ist die Grundidee. Das heißt, zum einen der ganz viele Wandel um uns herum und zum anderen aber auch die Situation, dass es manchmal vielleicht ganz gut wäre, in sich zu investieren und zu überlegen, ich bin nicht so ganz zufrieden in meinem Job, so wie 80% der Deutschen angeblich. Was kann ich denn jetzt für mich tun, um einen guten nächsten Schritt zu gehen? Ja, und das Thema Job, das gucken wir uns ein bisschen genauer an, denn das hat man ja auch festgestellt jetzt während Corona. Da gibt es ja tatsächlich teilweise richtige Kündigungswellen, wo also Menschen jetzt ihren Job aufgeben, die sagen, das erfüllt mich nicht mehr. Ich habe das jetzt festgestellt in den letzten Monaten, auch durch diese schreckliche Pandemie, durch diese schwierige Zeit, die wir hatten, dass ich was anderes machen möchte. Lass uns mal das Thema Job angucken, denn da ist ja auch sehr, sehr viel Angst mit dabei. Also wenn ich feststelle, ich habe keine Lust mehr in meinem Job, ich möchte mich verändern. Wie mache ich dann so eine erste Bestandsaufnahme? Also der wirklich größte Hinderungsgrund bei Veränderungen ist Angst. Ne? Angst hält uns ab vom Wachsen. Angst hält uns in unserer Komfortzone. Da ist es natürlich bekannt und auch irgendwo bis zum gewissen Grad bequem. Und interessanterweise ist es ja so, dass ich lieber im alten, schlechten Job oftmals stecken bleibe, als mich zu verändern, weil das wiederum bedeuten würde, ich gehe in meine Angst hinein. Und man sagt in der Psychologie, dass der einzige Weg aus der Angst in die Angst ist. Spannenderweise hatte der gute alte Goethe ja auch wahnsinnige Ängste. Also der hatte Höhenangst. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Das finde ich sehr, sehr spannend. Der ist auf Kirchtürme gestiegen. Also der hat seine Angst so überwunden. Und ich glaube, was wir machen können, wenn wir so spüren, Sonntagabend, mir geht's nicht so gut, muss ich da wieder hin? Oder Montag denkt man schon an Freitag, an nächsten Urlaub, an die Rente. Dann sind wir wohl nicht mehr so im Hier und Jetzt unterwegs, sondern eher, wir flüchten so ein bisschen aus der Zeit. Und was ganz wichtig ist, was ich auch in meinem Buch empfehle, zuerst mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie geht's mir denn in meinem Job? Wo bin ich zufrieden? Wo bin ich unzufrieden? Das muss ja auch nicht heißen, dass alles nicht passt. Ne? Vielleicht ist es die Tätigkeit, vielleicht ist es ein Teil der Tätigkeit, vielleicht sind es die Menschen. Und erstmal so eine Bestandsaufnahme, ich nenne das in meinem Buch auch die Begeisterungsinventur, zu gucken, wo ist denn noch so ein bisschen Motivation und Begeisterung und was können wir ändern? Und erst wenn ich weiß, wie mein Status quo quasi ist, dann kann ich mich ausrichten und überlegen, was wäre jetzt ein guter nächster Schritt. Ja, denn es gibt ja Dinge, wenn wir das gerade auch beim Thema Job betrachten, die kann man ändern. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Also das muss man ja bei dieser Bestandsaufnahme im Grunde genommen auch berücksichtigen. Und ein wichtiger Aspekt ist dabei ja auch immer so das Thema Wertschätzung. Ne? Das spielt wahrscheinlich bei deinem Buch auch eine große Rolle, dass man da wirklich sagt, also ich fühle mich hier nicht gewertschätzt und mein Chef sieht mich nicht. Der sieht nicht, was ich alles für tolle Sachen mache und der kommt also nicht auf mich zu. Das heißt, wenn man feststellt, es liegt an Wertschätzung, die einem so ein bisschen fehlt, wie kann man denn damit eigentlich umgehen? Denn es ist ja ganz schön schwierig, seinen Chef oder seine Chefin darauf anzusprechen und zu sagen, ey, ich brauche mal ein bisschen mehr Wertschätzung von dir. Also wie macht man das elegant?
Ja, also ich denke, da sind einige Dinge dann wahrscheinlich zu tun, ne? Wenn ich merke, ich fühle mich nicht richtig wertgeschätzt, dann geht es erstmal darum, weiß ich denn, wo ich meinen Job gut mache und wo ich ihn nicht gut mache? Das heißt Feedback. Kriege ich Feedback von meinem Vorgesetzten, von meiner Vorgesetzten, ne? Und Feedback empfehle ich Mitarbeiterinnen, dass sie das auch einfordern. Also das heißt, fordern als Strategie machen. Ich kann jetzt nicht jemand sagen, du musst mich mehr loben. Ne? Das ist natürlich schwierig, aber ich kann natürlich schon, weil Wertschätzung ist ein Bedürfnis und auch ein Motor, den wir brauchen, um gute Leistung zu bringen. In Bayern gibt es den Spruch, nicht geschimpft ist gelobt genug, ne? Dass so die Führungskräfte ja denken, naja, wenn du nicht schimpfst, dann passt schon, gell, so. Und das ist aber eben gerade nicht der Fall. Und ich glaube, manchmal fehlt es so an der Sensibilisierung der Leute, ne? Dass man das braucht. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich empfehlen, mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Chefin, mit meinem Chef ein Gespräch zu führen und zum einen sagen, okay, ich schwebe so ein bisschen in der Luft, wo die Dinge gut laufen, wo nicht. Ich kann es für mich vielleicht, habe ich eine Hypothese, was gut ist oder was nicht gut ist, aber ich würde es gerne genau wissen. Und ich habe gerade letzte Woche eine Keynote gehalten in einem Kongress in Hamburg und da war genau das das Thema. Die Leute wissen nicht, mache ich meinen Job gut? Ich werde weder geschätzt für gut, noch werde ich wirklich kritisiert, weil es ja irgendwie so läuft. Und das ist natürlich ganz, ganz ungut. Wir müssen wissen und wir brauchen das auch als Feedback, damit wir wissen, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir stehen. Und das kann ich schon einfordern. Und ich kann auch einfordern, dass mir der andere, die andere sagt, was gefällt mir besonders gut und wo sieht man etwas Kritisches, ne? Weil nur da kann ich ja wachsen, wenn ich auch weiß, wo meine Schwachstellen sind. Also man muss auch offen sein natürlich für Kritik. Das können ja viele tatsächlich auch nicht. Du beschreibst das so als Selbstwertkonto, das man anlegen sollte. Und das bedeutet auch, dass es nicht nur darum geht, dass andere einem im Grunde genommen dieses Selbstwertgefühl geben, sondern man kann das auch aus sich heraus selber entwickeln. Genau, also wir sprechen in der Psychologie ja vom Selbstvertrauen, was wir auch aufbauen können. Ne? Und das Selbstwertkonto finde ich ein schönes Beispiel, weil wir haben nicht nur ein Bankkonto, sondern wir haben auch ein Beziehungskonto zu einer anderen Person. Und auch da ist die Frage, zahle ich ein in unsere Beziehung oder hebe ich ab? Und wenn ich genug eingezahlt habe, kann ich auch mal abheben. Also wenn ich jetzt 10-mal pünktlich war bei einer Verabredung und ich komme einmal unpünktlich, wird es mir der andere wahrscheinlich nicht so für übel nehmen, als wenn ich gleich beim ersten Mal unpünktlich komme. Also das ist das sogenannte Beziehungskonto. Und das Selbstwertkonto bedeutet, dass ich selber meinen Selbstwert aufbaue. Ganz oft ist es so, dass wir die Anerkennung im Außen suchen. Und die kriegt man halt nun leider nicht immer. Ne? Manchmal gibt es Chefs und Chefinnen, die sind da total wertschätzend. Da haben wir gerade schon gesprochen. Und andere, die sind eher zurückhaltend. Und ganz wichtig ist, dass ich mit mir selbst im Guten bin, dass ich mein eigenes Selbstwert aufbaue. Das bedeutet, dass ich schaue, welche Dinge kann ich gut, wo bin ich im Flow und wie kann ich die Dinge, quasi, die ich gut kann, noch einen Ticken verbessern. Und wie kann ich mir da selber vertrauen? Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich sollte mir etwas nehmen, was jetzt nicht so ganz weit weg ist, was nicht ganz schwierig ist, aber auch nicht ganz leicht. Mal angenommen, ich backe gerne Kuchen. Ganz banales Beispiel. Dann sollte ich mir vornehmen, ich backe jede Woche Freitag vor 15 Uhr einen Kuchen. Könnte mein Commitment sein. Wenn ich das jetzt 6 Wochen mache oder 10 Wochen und ich backe jede 10 Wochen lang freitags einen Kuchen vor 16 Uhr, dann weiß ich kann mir selber vertrauen. Und es steigert mit der Zeit mein Selbstvertrauen. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. So, und wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, denn ich verlinke ja dein Buch hier auch unten drunter, knackt den Change Code. Und wer da mehr wissen will, der liest natürlich am besten nach. Da stelle ich auch nochmal einen Kontakt zu dir her. Also wer mit dir in Verbindung treten möchte, du hättest ja auch tolle Keynotes und ganz mitreißende Workshops. Ich habe das schon selber erlebt, also insofern kann ich das nur empfehlen. Aber sag uns doch kurz noch so mal in Ansätzen, wie knackt man denn jetzt den Change Code? Also erstmal müssen wir mal überlegen, was ist überhaupt der Change Code, ne? So Codes werden ja sehr inflationär behandelt momentan. Und ich habe mir überlegt, wenn ich ein Buch über einen Change Code schreibe, muss es auch einen Change Code geben. Also wo Change Code draufsteht, muss auch Change Code drin sein. Das heißt, der Change Code besteht, ich bin ja Rechtsanwältin und bei Anwälten sagt man ja, die können nicht rechnen, Jure cum calculat. Also insofern besteht er aus Plus und aus Minus, ganz einfach. Das heißt, ich kann eine negative Ausgangssituation haben und eine negative Zukunftssituation. Da habe ich zweimal Minus. Also mal angenommen, mir geht es schlecht, die Corona-Pandemie hat mir den Job genommen, es wurde gekündigt und ich reagiere negativ. Mir geht es jetzt seit 2 Jahren schlecht. Also das wäre Minus, Minus. Und die Frage ist, wie schaffe ich es natürlich, aus diesem Minus rauszukommen? Und der Change Code bedeutet, dass ich es schaffe, von einem Minus in ein Plus zu kommen. Und jetzt mal ganz vereinfacht gesagt,
Ich kann mir auf die Hand ein Minus und ein Plus malen. Und ich kann mir überlegen, bin ich im Minus oder bin ich im Plus? Minus bedeutet, ich bin am Jammern, ich bin in der Problemorientierung, mir geht's schlecht, ich mag nicht, was ich tue, ich bin unzufrieden, ich schimpf auf alle. Also so die... Huch, jetzt ist dein Ton weg, meine Liebe. Ich guck mal, ob ich dich wieder hier in den Ton reinbringe. Stummschaltung Ihres Gastes kann... Hallihallo, bin ich noch da? Jetzt ist dein Mikro wieder da. So, also nochmal. Wir hatten Plus und Minus. Ja, bist gerade weg gewesen. Dein Mikro war auf einmal weg. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich kann dich hören. Ich habe den Eindruck, die liebe Susanne hört uns nicht mehr. Also kann ich euch nur empfehlen, dann mache ich an dieser Stelle die Aufzeichnung dicht. Wir hören uns gleich nochmal. Ich werde mal sehen, was bei Susanne an technischen Problemen da ist. Verlinke ihr Buch hier unten drunter. Susanne, ich danke dir, dass du da warst. Wir werden uns nochmal unterhalten. Ich mache mal Thumbs up und mache die Übertragung aus. Wir hören uns ganz bald. Bye, bye.